Hallo allerseits. Willkommen zu unserem Video über die Wappen von Hamburg aus dem Jahr 1669, ein bemerkenswertes Beispiel eines bewaffneten Handelsschiffs der Hansestadt Hamburg. Dieses Schiff wurde gebaut, um die reichen Handelswege Hamburgs vor Piraten und feindlichen Angriffen zu schützen. Mit seiner starken Bewaffnung war es sowohl für den Schutz von Handelsschiffen als auch für militärische Missionen bestens geeignet. Im 17. Jahrhundert befand sich Hamburg in einer entscheidenden Phase seiner maritimen Geschichte. Die Stadt war eines der wichtigsten Handelszentren Nordeuropas und Teil des Hansebundes, eines losen Bündnisses von Kaufleuten und Städten, das den Handel im Ost- und Nordseeraum dominierte. Die geografische Lage Hamburgs an der Elbe und seine Verbindung zur Nordsee machten es zu einem zentralen Umschlagplatz für Waren aus ganz Europa, aber auch zu einem verlockenden Ziel für Piraten und feindliche Mächte. Die zunehmenden Bedrohungen auf See zwangen die Stadt, in den Schutz ihrer Handelsrouten zu investieren. Seeräuberei war eine ständige Gefahr, insbesondere durch Freibeuter und Piraten, die in der Nordsee und im Atlantik operierten. Länder wie England, Frankreich und die Niederlande waren oft in Konflikte verwickelt, und diese geopolitischen Spannungen führten dazu, dass nicht nur feindliche Staaten, sondern auch private Kaperfahrer gezielt Handelsschiffe angriffen. Piraten wie die berüchtigten Vitalien-Brüder sowie Freibeuter, die im Auftrag fremder Mächte operierten, waren auf der Jagd nach den reichen Waren, die die Hamburger Schiffe transportierten. In diesem Kontext wurden Schiffe wie die Wappen von Hamburg unerlässlich. Sie dienten als bewaffneter Schutz für die lukrativen Handelskonvois, die zwischen den Häfen Europas pendelten. Diese Konvois transportierten kostbare Güter wie Gewürze, Stoffe und Metalle, eine wahre Schatzkammer für Piraten. Die Wappen von Hamburg war stark bewaffnet, um Angriffe abwehren zu können, und spielte eine Schlüsselrolle im Schutz der hanseatischen Schiffe. Ohne solche Eskorten wäre es für die Hamburger Kaufleute fast unmöglich gewesen, ihre Geschäfte sicher abzuwickeln. Besonders gefährlich waren die sogenannten Kaperfahrer, die im Auftrag fremder Regierungen agierten und über offizielle Freibriefe verfügten, um gegnerische Schiffe zu kapern. Solche Freibeuter, oft im Dienste Englands oder der Niederlande, nutzten die Wirren internationaler Konflikte aus, um reich beladene Handelsschiffe zu überfallen und zu plündern. Auch Piraten aus Nordafrika, die sogenannten Barbaresken, bedrohten den Mittelmeerhandel und machten es für Kaufleute gefährlich, ohne Schutz zu segeln. Die Wappen von Hamburg war also nicht nur ein Symbol der Hamburger Stärke, sondern auch ein praktisches Instrument zur Sicherung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt. Sie war Teil einer Verteidigungsstrategie, die es Hamburg ermöglichte, trotz der gefährlichen Seewege weiterhin als blühende Handelsmetropole zu bestehen. Im Jahr 1669 wurde die Wappen von Hamburg als eines der bedeutendsten Schiffe ihrer Zeit gebaut. Der Bau erfolgte an der Hamburger Werft unter der Aufsicht erfahrener Schiffsbauer, die eng mit den Handels- und Verteidigungsinteressen der Stadt verbunden waren. Ziel war es, ein Schiff zu schaffen, das nicht nur den Handel der Stadt schützen, sondern auch in der Lage sein würde, sich gegen die zunehmende Bedrohung durch Piraten und feindliche Kaperfahrer zu verteidigen. Die Wappen von Hamburg sollte in erster Linie als bewaffnetes Handelsschiff dienen, aber auch in militärischen Einsätzen von Bedeutung sein. Das Schiff war für die damalige Zeit beeindruckend groß. Es hatte eine Länge von etwa 40 Metern und eine Breite von 10 Metern, was ihm genug Raum für die Unterbringung von Handelswaren sowie einer starken Bewaffnung gab. Die Wappen von Hamburg war mit bis zu 54 Kanonen ausgestattet, die strategisch auf mehreren Decks platziert waren, um Angriffe aus allen Richtungen abwehren zu können. Die Besatzung bestand aus etwa 150 bis 200 Mann, die sowohl für die Navigation als auch für die Bedienung der Geschütze verantwortlich waren. Im Vergleich dazu waren Piratenschiffe meist kleiner und hatten weniger Kanonen, oft nur 20 bis 30, was ihnen zwar größere Wendigkeit, aber weniger Feuerkraft im Kampf bot. Der Bau der Wappen von Hamburg basierte auf den fortschrittlichsten Schiffbautechniken der Zeit. Sie war als Vollschiff konzipiert, mit drei Masten und einem robusten Rumpf aus Eichenholz, der sowohl Schutz vor den rauen Bedingungen auf hoher See als auch vor feindlichen Angriffen bot. Die Verwendung von schweren Hölzern und verstärktem Takelwerk machte das Schiff stabil und widerstandsfähig gegen die Wellen des Atlantiks und der Nordsee. Darüber hinaus sorgte das breite Deck für eine optimale Platzierung der Kanonen, wodurch die Feuerkraft maximiert und die Schussreichweite erweitert wurde. Ein weiterer Vorteil der Wappen von Hamburg lag in ihrer Vielseitigkeit. Anders als Piratenschiffe,
die oft nur auf schnelle Angriffe ausgerichtet waren, konnte dieses Schiff sowohl für den Transport wertvoller Waren als auch für den Schutz von Handelskonvois genutzt werden. Es war robust genug, um lange Reisen durchzustehen, und stark genug, um sich gegen mehrere feindliche Schiffe gleichzeitig zu verteidigen. Piraten, die auf kleinen, wendigen Schiffen wie Brigantinen oder Schaluppen segelten, hätten sich schwer getan, gegen ein so gut bewaffnetes und großes Schiff zu bestehen. Die fortschrittlichen Technologien, die beim Bau der Wappen von Hamburg verwendet wurden, gaben ihr auch einen entscheidenden Vorteil in der Geschwindigkeit. Die Form des Rumpfes und die komplexen Takelarbeiten ermöglichten es dem Schiff, auch bei ungünstigen Winden effizient zu segeln. Die Wappen von Hamburg war ihrer Zeit voraus und konnte die Interessen Hamburgs auf den gefährlichen Handelsrouten der damaligen Zeit erfolgreich verteidigen. Die Wappen von Hamburg spielte eine zentrale Rolle im Schutz der hanseatischen Handelswege und wurde in zahlreichen Operationen und Reisen eingesetzt, um Hamburgs wirtschaftliche Interessen zu verteidigen. Die Stadt Hamburg, die auf den Handel mit Ländern wie Spanien, England, den Niederlanden und Skandinavien angewiesen war, nutzte die Wappen von Hamburg, um ihre wertvollen Handelsgüter über gefährliche Seewege zu transportieren. In einer Zeit, in der Piraten und Freibeuter eine konstante Bedrohung darstellten, war das Schiff unentbehrlich. Eine ihrer Hauptaufgaben bestand darin, Handelskonvois durch die Nordsee und den Atlantik zu eskortieren. Diese Gebiete waren berüchtigt für Überfälle durch Freibeuter, die oft von rivalisierenden Nationen finanziert wurden, um den hanseatischen Handel zu stören. Die Wappen von Hamburg nahm an zahlreichen Eskortmissionen teil, bei denen sie nicht nur Handelsschiffe verteidigte, sondern auch auf aggressive Angriffe reagieren konnte. Im Laufe ihrer Dienstzeit segelte die Wappen von Hamburg auch in die Ostsee, wo die Handelsrouten zu den skandinavischen Ländern und Russland von strategischer Bedeutung waren. In dieser Region waren die Piraten weniger aktiv, doch die militärischen Spannungen mit Schweden und Dänemark stellten eine ständige Bedrohung dar. Das Schiff musste in diesen Gewässern besonders vorsichtig manövrieren, um mögliche Übergriffe von feindlichen Flotten zu vermeiden. Einer der bemerkenswertesten Einsätze der Wappen von Hamburg fand während eines Konflikts mit den Niederlanden statt. Die Niederlande waren zu dieser Zeit eine der führenden Seemächte, und ihre Freibeuter stellten eine ernsthafte Bedrohung für den hanseatischen Handel dar. Die Wappen von Hamburg wurde beauftragt, einen besonders wertvollen Konvoi zu begleiten, der Güter wie Gewürze, Edelmetalle und Stoffe transportierte. Auf dieser Reise kam es zu einem Zusammenstoß mit niederländischen Freibeutern, bei dem die Wappen von Hamburg ihre Feuerkraft und Manövrierfähigkeit unter Beweis stellte und den Konvoi erfolgreich verteidigte. Neben ihren militärischen Aufgaben unternahm die Wappen von Hamburg auch zahlreiche Handelsreisen im Auftrag wohlhabender Kaufleute aus Hamburg. Das Schiff transportierte nicht nur Güter, sondern auch Passagiere, darunter Diplomaten und Kaufleute, die in anderen europäischen Städten geschäftliche Angelegenheiten zu regeln hatten. Diese Missionen brachten das Schiff in die größten Handelsmetropolen Europas wie London, Lissabon und Amsterdam. Jede dieser Reisen war eine Herausforderung, da das Schiff nicht nur die gefährlichen Meere durchqueren musste, sondern auch auf politische Spannungen und potenzielle Feindseligkeiten vorbereitet sein musste. Die Ankunft der Wappen von Hamburg in den Häfen wurde von den örtlichen Herrschern oft als Zeichen der Ehrerbietung seitens der Stadt Hamburg betrachtet. Ähnlich wie bei den heutigen Besuchen großer Kriegsschiffe in fremden Häfen, führte dies häufig zu Feierlichkeiten und festlichen Banketten. Trotz ihrer herausragenden Fähigkeiten und der erfahrenen Mannschaft war die Wappen von Hamburg nicht vor den Gefahren der See gefeit. 1683 endete ihre Karriere tragisch, als das Schiff in einem verheerenden Feuer zerstört wurde. Dieses Ereignis markierte das Ende eines stolzen Kapitels in der maritimen Geschichte Hamburgs. Die Wappen von Hamburg unternahm von 1669 bis 1683 insgesamt 11 Konvoifahrten, die sie 9-mal zur Iberischen Halbinsel und je einmal nach England und ins nördliche Eismeer führte. Im Jahr 1685 zog die Admiralität in Betracht, ein neues Schiff zu bauen, da der Handel mit zwei einsatzbereiten Konvoischiffen erheblich mehr Konvois auf unterschiedlichen Routen abdecken und somit den Umsatz steigern konnte. Der Neubau sollte jedoch, nicht zuletzt aus Kostengründen, kleiner ausfallen als die vorherige Wappen von Hamburg. Die Überlegungen basierten auf der Idee, ein kleineres Konvoischiff mit 30 bis 40 Kanonen zu konzipieren. Im September 1685 genehmigte die hamburgische Bürgerschaft 30.000 Taler und beschloss den Bau des neuen Schiffes.
Die Nachfolgerin, die Wappen von Hamburg II, wurde 1686 fertiggestellt und wies trotz der Pläne ähnliche Abmessungen und Bewaffnung wie die Vorgänger auf. Insgesamt gab es 4 Konvoischiffe mit dem Namen Wappen von Hamburg, die von 1669 bis 1747 für die Stadt Hamburg im Einsatz waren, bis die Begleitung von Konvois durch Konvoischiffe schließlich eingestellt wurde. Die Wappen von Hamburg ist nicht nur ein faszinierendes Kapitel der maritimen Geschichte, sondern auch ein beliebtes Thema für Modellbauer und Historiker. Ein besonders bemerkenswertes Modell befindet sich im Hafenmuseum Hamburg. Dieses Museum bietet eine umfangreiche Sammlung historischer Schiffe, Schiffsmodelle und maritime Artefakte. Das Modell der Wappen von Hamburg ist detailliert gestaltet und gibt einen anschaulichen Eindruck von der Bauweise und den Eigenschaften des Originals. Besucher können die unterschiedlichen Aspekte des Schiffs erkunden, einschließlich seiner Bewaffnung und seines Designs, und erhalten einen Einblick in die strategische Bedeutung, die das Schiff für den Schutz der Handelsrouten Hamburgs hatte. Ein weiteres bedeutendes Modell der Wappen von Hamburg ist im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven ausgestellt. Hier wird die Entwicklung der Schifffahrt in Deutschland dokumentiert, und die Nachbildung der Wappen von Hamburg wird zusammen mit anderen historischen Modellen präsentiert, die die evolutionäre Geschichte der maritimen Technologie verdeutlichen. Dieses Museum bietet nicht nur den Modellbauern eine Plattform, sondern veranstaltet auch Workshops und Vorträge, die das Verständnis für die Bedeutung dieser Schiffe fördern. Darüber hinaus finden sich digitale Rekonstruktionen der Wappen von Hamburg in mehreren Online-Ressourcen und virtuellen Museen. Insgesamt tragen die verschiedenen Modelle und Rekonstruktionen der Wappen von Hamburg dazu bei, das Erbe dieses bedeutenden Schiffs zu bewahren und zukünftige Generationen für die maritime Geschichte zu begeistern. Danke fürs Zuschauen.